Ja, Entschuldigung. Sehr gut, wenn die Leute im Chat dran denken. Die kommen also auf der Freistellung Bildungsurlaub und können sich betriebsfern fortbilden, also vor allen Dingen im Bereich der politischen Bildung. Meine Zielgruppe sind Erwachsene so zwischen 45 und 65. Und denen erkläre ich in der Regel, wie Technik die Gesellschaft verändert. Vornehmlich befassen wir uns mit dem Internet und netzpolitischen Themen. In diesem Zusammenhang der politischen Bildung kommt man eigentlich nicht drum rum, sich eben auch damit zu befassen, was politische Bildung ist und was sie nicht ist. Und politische Bildung selbst umfasst eben nicht nur diesen ganzen thematischen Bereich, wie Demokratie funktioniert, also wie der Bundestag gewählt wird und welche Ausschüsse und so weiter und wie so eine Partei funktioniert, sondern befasst sich eben auch ganz stark darüber hinaus mit dem Öffentlichen. Also alles, was öffentlich ist, ist auch politisch. Und alles, was privat ist, nicht politisch. Und das, sage ich mal, ist so unsere Trennung. Das heißt, das, was wir unter der politischen Bildung verstehen, ist schon ziemlich breit aufgestellt. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen beginnend theoretisch sich überlegt, naja, in der politischen Bildung, womit haben wir es da eigentlich in den letzten Jahrzehnten zu tun gehabt, dann würde jeder von uns wahrscheinlich auch sagen können, naja, der öffentliche Raum ist implodiert durch das Internet. Und diese Implosion des öffentlichen Raums, sorgt eigentlich auch so ein wenig dafür, dass im Prinzip alles, was da im Internet ist, öffentlich ist. Das machen sich die wenigsten Leute ja immer so auch klar. Das heißt aber auch umgekehrt, das, was politische Bildung früher ausmacht, also ich sage mal so in den 70er Jahren, vielleicht noch in den 80er Jahren, war eigentlich ganz stark geprägt von einer politischen Bildung, die sehr fokussiert war auf das Seminar und den klassischen Bildungskanon, die Schule. Und heute stellen wir eigentlich fest, dass politische Bildung überall dort passiert, wo Internet ist. Und ein Großteil dieses Internets, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint, auf den zweiten Blick aber eigentlich immer auch so eine politische Komponente hat. Und wenn es nur die Auseinandersetzung mit der Öffentlichkeit ist. So, das kurz vorneweg zu, sagen wir mal, diesem politischen Bildungsbegriff. Und jetzt kommen diese Open Educational Resources. Sagen wir mal, historisch gibt es die ja schon wesentlich länger, als wir sie in Deutschland diskutieren. In Deutschland diskutieren wir sie eigentlich erst so seit 2011, seitdem es diesen Schultrojaner gab. Und die Lehrenden in den Schulen, zumindest einige, nämlich die, die bisher schon das Internet gebrauchten, um es für ihre Bildungssettings nutzbar zu machen, die hatten plötzlich, sind ganz nervös geworden, weil sie irgendwie dachten, oh Gott, jetzt kommen die Verlage und wollen uns überwachen und sagen wir mal, unsere Bildung verknapsen. Es gab plötzlich auch ein Bewusstsein dafür, dass Bildung, solange sie im öffentlichen Raum stattfindet, sich eben nicht so der klassischen Verlagstechniken bedienen kann. Also kann ich einfach irgendwie ein Arbeitsblatt aus dem Klettbuch kopieren und es online für Bildungszwecke einsetzen. Das heißt, ich muss es eigentlich im Prinzip nochmal komplett neu entwickeln. Daraus erwächst, und da sagen wir aus dieser ganzen Urheberrechtsproblematik, meine Beobachtung zumindest, erwächst so eine DIY-Bildung, also so eine Do-it-yourself-Bildung. Das beobachtet man irgendwie an tausend vielen kleinen Ecken. Und einer der vielleicht größten Plattformen dieser Do-it-yourself-Bildung ist YouTube.
Und grundsätzlich stellen wir uns also jetzt die Frage, Open Educational Resources spielen in Wirklichkeit nur eine Rolle, wenn man sich sozusagen in öffentlichen Kontexten bewegt. Die politische Bildung tut es, wie ich gerade eben schon erklärte, eigentlich dauernd und oder sollte es zumindest dauernd tun. Und jetzt stellt sich für uns in der politischen Bildung natürlich so ein wenig die Frage, wie können wir es denn dann machen? Also was ist denn jetzt alles eine Resource? Und jetzt kommt man ganz schnell in so eine Beliebigkeit und sagt, naja, alles, was in so einem Blogbeitrag von mir ins Internet geschrieben wird, ist theoretisch eine Open Educational Resource. Aber vielleicht können wir es auch ein wenig konkretisieren. Ich springe dazu jetzt mal in einen kleinen vorbereitet habe. Ihr müsst einfach dazwischen gehen und euch dazwischen schalten, weil ich jetzt gar nichts mehr sehe, außer meinen Vortrag und im Prinzip eigentlich so für mich daherrede. Ich möchte mich jetzt eigentlich nur mal ganz am Rande mit Motivationen auseinandersetzen. Eigentlich will ich mich gleich viel stärker solchen praktischen Beispielen widmen. Und weil ich halt auch selbst eine ganze Menge an Materialien ins Internet gestellt habe, auch, sagen wir mal, den Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, die möchte ich Ihnen oder euch ganz gerne irgendwie mit auf den Weg geben. Aber fangen wir mal so ein bisschen an mit den Motivationen. Die Motivationen, überhaupt Materialien zu machen, die andere wiederverwenden dürfen. Ja? Also die ich nicht nur öffentlich ins Internet stelle, sondern die andere sogar wiederverwenden dürfen und sogar wiederverwenden sollen. Ja? Warum macht ein Bildungsträger sowas? Ja, und ich kann nur sagen, solange man als Bildungsträger mit dem Bildungsmaterialgeld verdient, ist es eine Frage des Geschäftsmodells, OER überhaupt eine lohnende Idee ist. Bei uns in der politischen Bildung, beim Bildungswerk, ist es aber eigentlich eher so, dass wir gar nicht Bildungsmaterialien erstellen, die mit denen andere dann sozusagen Bildung machen, sondern dass wir vornehmlich Seminare selbst durchführen und dass wir für die Durchführung der Seminare natürlich auch immer wieder Materialien benötigen. Und diese Materialien, naja, man muss auch sehen, in dem Feld, in dem wir jetzt arbeiten, sind Materialien relativ dünn gesät. Das ist natürlich an Schulen, Hochschulen geradezu, sage ich mal so, Standardthemen hier, Einführung in die Wirtschaftsinformatik oder dergleichen, da ist das natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Bei uns, sage ich mal, wie das Internet die Gesellschaft verändert, da kreieren wir eigentlich die Herangehensweisen und die Materialien selbst. Das heißt, eine Motivation für uns, diese Materialien ins Internet zu stellen, ist vor allen Dingen, dass wir ein wenig den anderen da draußen zeigen können, wie wir Bildung machen, was wir unter politischer Bildung verstehen. Und es ist zwangsläufig überhaupt kein Material für jemanden, der da draußen irgendwie hockt und sagt, Mensch, so ein Seminar will ich auch machen, sondern es ist eigentlich eher für jemanden gedacht, der ein Seminar von uns besucht hat. Darüber hinaus machen wir es, weil wir es können. Also wir stellen die Sachen ins Internet, weil wir sie eh digital vorliegen haben. Wir haben sie digital angefertigt, sie liegen digital auf unseren Festplatten und wir haben sie im Prinzip auch schon für den digitalen Kontext produziert. Ich muss noch mal kurz was zu unserem Seminarsetting sagen. In der Regel kommen Leute zu uns in ein sogenanntes Tagungszentrum. Das heißt, das ist ein Ort, wo Bildung und Schlafen zusammenfallen. Also die übernachten bei uns und die machen Seminar bei uns.
Und das machen die über 5 Tage. Das heißt auch einen relativ langen Zeitraum, wo sozusagen auch so eine Gruppe zusammenwächst. Das heißt, wir unterhalten uns zwar über das Internet und wir haben auch Erlebnisse im Internet, aber wir koppeln sie immer wieder auch an die Gruppe und an die sozialen Prozesse in Gruppen zurück. Und dafür brauchen wir natürlich Materialien, die eben nicht nur heißen, hier haben wir mal ein Arbeitsblatt gemacht, sondern damit meinen wir eben auch digitale Produktionsumgebungen. Also wir haben zum Beispiel so eine Blog-Plattform, wenn das interessiert, das kann ich gleich wie soll man sagen, Freestyle-Teil auch nochmal vorstellen. Wir haben irgendwie diesen Bereich, es gibt eine ganze Menge von Menschen, die sagen, na, da ist ein bisschen Material und da ist ein bisschen Material und ich würde ganz gerne ein Arbeitsblatt machen, was irgendwie so dazwischen ist, weil meine Gruppe ist so und so aufgestellt und dafür brauche ich eigentlich nicht das Arbeitsblatt von Klett, sondern ich brauche ein verändertes Arbeitsblatt von Klett. Das werde ich niemals mit Klett-Materialien machen können, weil die in der Regel immer unter einem sogenannten Copyright stehen. Ich soll zu den rechtlichen Umgebungen nicht so viel sagen. Es sei nur dazu gesagt, rein rechtlich ist es halt erst einmal so, zumindest hier in Deutschland, dass der Autor alle Rechte an seinem eigenen Werk besitzt. Und solange nicht anders verkündet, ihm auch alle Rechte gehören und niemand anders einfach etwas nehmen kann und es als seins ausgeben darf. Das klingt jetzt so selbstverständlich, aber wenn zum Beispiel bei uns Leute in Seminaren hergehen und Texte aus dem Internet kopieren und auf ihre Blogplattform kopieren, weil sie die Texte irgendwie gut finden, dann dürfen die das nicht. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass ein Großteil des Materials oder sagen wir mal der Texte und der Ideen und Ergüsse, die da im Internet zu finden sind, nicht mit einer Lizenz zusammenhängen. Das heißt, da ist niemand hergegangen und hat irgendwie sensibel genug gesagt, hier dieses Material, was ich gemacht habe, damit darfst du das, das und das machen. Und wenn da eben gar nichts dran steht, dann darf man gar nichts damit machen. Dann darf man es noch nicht mal kopieren und woanders hinsetzen. Es gibt eine andere Motivation. Das spielt bei uns eine nicht unentscheidende Rolle. Wir wollen natürlich, dass unser Material sich auch verbreitet. Also wir wollen letztendlich dafür sorgen, dass andere Menschen so niederschwellig wie nur irgendwie möglich auf dieses Material zurückgreifen können. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass ein Großteil unserer Bildung durch öffentliche Mittel finanziert wird. Oder sagen wir mal, ja, ein Großteil ist falsch, aber 20% meiner Bildung wird durch öffentliche Mittel finanziert. Und ich habe das jetzt mal so umgedichtet, dass ich sage, okay, wenn das so ist, dass Steuergelder im Spiel sind, die für meine Bildung verwandt werden, dann habe ich umgekehrt auch dafür zu sorgen, dass Materialien, die in diesem Zusammenhang entstehen, von dem Rest der Welt erstmal sorgenfrei genutzt werden können. Und deswegen stelle ich sie in dieses Internet und sorge dafür, dass andere damit Dinge tun können. Ganz kurz. Die Lizenz, die ich dafür in der Regel verwende, ist eine sogenannte Creative Commons Lizenz. Das ist eine Lizenz, die man sich vor knapp einem Jahrzehnt, also ich glaube, es ist jetzt knapp 10 Jahre her, hat sich ein schlauer Professor in Stanford überlegt. Naja, dieses Copyright, was es da in Amerika gibt und dieses Urheberrecht hier in Deutschland, das sind in der Regel so All-Inclusive-Rechte. Und was wir eigentlich bräuchten, ist, Autoren die Möglichkeit zu geben, nur ganz bestimmte Verwendungen zu ermöglichen und ganz andere Verwendungen eben auch zu verbieten. Und so eine Lizenz gab es bis dato nicht. Und es sollte eben auch eine Lizenz sein, die es anderen Autoren im Internet ermöglicht, ohne einen rechtlichen Beistand aufsuchen zu müssen, sich eine solche Lizenz zusammenzuklicken. Und daraus sind die Creative Commons Lizenzen geboren worden, die mittlerweile relativ bekannt sind, nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich weltweit. Und die gibt es hier in diesen 6 verschiedenen Varianten. Die erste Variante ist, jeder darf mit meinem Werk machen, was er will. Er muss nur meinen Namen oder sie muss nur meinen Namen nennen.
Das lässt alle Möglichkeiten zu. Man darf das Werk kopieren, man darf es verändern, man darf es verändern und verkaufen. Man kann alles machen, was man will. Es gibt eine zweite Möglichkeit, dass man sagt, naja, ich will, dass andere mit meinem Werk machen dürfen, was sie wollen, solange sie meinen Namen nennen und jedes Derivat, also jede Veränderung an meinem Werk unter der gleichen Lizenz wieder ins Internet stellen und veröffentlichen. Das ist auch eine sehr beliebte Lizenz, ist sehr viral, also es sorgt halt einfach irgendwie dafür, wenn ich ein Werk unter eine solche Lizenz stelle, was offensichtlich irgendwie auch jede Menge Möglichkeiten gibt, es zu variieren, dann sorge ich automatisch durch diese Lizenz dafür, dass alle Variationen unter einer gleichen Lizenz veröffentlicht werden. Und davon gibt es jetzt unterschiedliche Abstufungen bis hin zu, dass man sagt, du darfst dieses Werk benutzen, wenn du meinen Namen nennst, wenn du es auf keinen Fall in kommerziellen Zusammenhängen verwertest und wenn du es unter den gleichen Bedingungen veröffentlichst, wie ich es ins Netz gestellt habe. Und das ist dann schon eine sehr, sehr enge Lizenzierung. Entscheidend ist, dass es zwei Rechtssicherheiten gibt, zum einen für mich als Autor und zum anderen für die Leute, die meine Materialien benutzen wollen. Die müssen mich jetzt gar nicht groß fragen, sondern die wissen jetzt irgendwie sofort, was kann ich damit machen? Was will der Autor nicht? Insgesamt sorgt natürlich das Internet vor allen Dingen dafür, dass man sich erst einmal als ein Autor erlebt und erfährt. Das mag man bisher auch schon getan haben, aber es war meist so unterschwellig. Also es ging vor allen Dingen irgendwie darum, dass man das eigentlich irgendwie wie selbstverständlich wahrnahm. Also wenn zum Beispiel Leute bei Facebook irgendwas in ihre Timeline schreiben, dann sind sie Autor, ja? Weil sie natürlich sich da öffentlich äußern. Ist das bei Facebook nochmal eine andere Geschichte? Da müssen Sie da nochmal einen Juristen fragen. Aber wer beispielsweise irgendwie einen Blog betreibt und das irgendwie womöglich sogar auf einer eigenen Plattform, der hat natürlich sich seine eigene, ist praktisch sein eigener, seine eigene Presse und damit gibt es auch so ein anderes Verhältnis. Das heißt, all das, was ich Ihnen heute erzähle oder das, was ich euch heute erzähle, hat ganz viel damit zu tun oder unterliegt der Grundidee, dass man es veröffentlicht. Wenn man es gar nicht erst veröffentlicht, dann hat man sowieso mit ganz anderen juristischen Umgebungen zu tun. Ich will jetzt mal weitermachen mit den praktischen Beispielen. Ich habe ein Spiel entworfen, das heißt Facebook-Spiel und ist aus der, nicht ich habe das entworfen, sondern ich habe das zusammen mit Studierenden entworfen an der Uni Essen, Duisburg. Das sind Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler gewesen, angehende zumindest. Und mit denen zusammen habe ich dieses Spiel entworfen, weil in meinen Seminaren ganz häufig Menschen sind, die wissen wollen, wie Facebook funktioniert. Und die auch über die digitalen Medien angelesen glauben zu wissen, wie Facebook funktioniert, es selbst aber nie nutzen würden. Also, wenn man ihnen, also wir haben da unterschiedliche Methoden ausprobiert, wir haben den Leuten irgendwie gesagt, hier, wir haben mal so Fake-Accounts gemacht, mit denen könnt ihr euch einloggen. Funktioniert aber nicht, weil niemand weiß, wer wer ist. Und Facebook basiert eben darauf, dass man etwas über den anderen erfährt. Ja? Man kann dann zwar nach Facebook reingucken, aber man kann Facebook nicht verstehen damit, weil das ja auch etwas mit einem selbst macht. Dann sind wir hergegangen und haben ausprobiert, hier macht euch selbst mal einen Account. Und die Leute sind vor allen Dingen daran gescheitert, dass sie irgendwie gesagt haben, nee, ich will da überhaupt nicht sein. Ich weiß genau, wenn ich da jetzt bin, dann komme ich da nicht mehr raus. Und aus dieser ganzen Angst und Not ist dieses Spiel geboren. Nein, und aus einem anderen Grund. Immer wenn ich eingeladen wurde, etwas zu Facebook zu sagen, nicht immer, aber ganz häufig, war ich an Orten, wo es kein Internet gab und wo ich vor der Frage stand, wie ich Menschen ein Internetphänomen erklären soll, ohne Zugriff zum Internet zu haben. So, und also haben wir ein sogenanntes Offline-Spiel entwickelt, mit vielen spielerischen Komponenten auch,
Das heißt jetzt auch gar nicht mehr Facebook-Spiel, das darf es nämlich auch gar nicht, weil das ist ja alles irgendwie namentlich geschützt. Ich sage das jetzt nur mal so hier. In Wirklichkeit haben wir das Netzwerkeffekte genannt. Und in diesem Spiel, das irgendwie aus vier oder fünf, aus vier verschiedenen Phasen besteht, durchlebt man sozusagen die, also auch ganz persönlich, die Dynamiken von Facebook. Und dabei haben wir festgestellt, dass die Leute anschließend in der Lage sind, mit Facebook, also über Facebook ganz anders zu reden. Also es ist nicht mehr so stark geprägt von Vorurteilen, sondern es ist viel stärker geprägt von einem Erlebnis. Und dieses Erlebnis macht etwas mit ihnen. Also sie finden zum Beispiel heraus, naja, je mehr ich über mich preisgebe, umso spannender wird das Spiel für mich. Und umso weniger ich von mir preisgebe, umso langweiliger ist das Spiel. Und darauf basiert ja letztendlich auch die gesamte Ökonomie von Facebook. Und dann kann man das letztendlich auch nochmal ganz anders, wie soll ich sagen, thematisieren, auch in der politischen Bildung ganz anders thematisieren, als würde man sich an so ein paar Zeitungsartikeln entlanghangeln und mit den Leuten eigentlich über graue Theorie reden. Und dieses Spiel haben wir von vornherein so konzipiert und aufbereitet, dass wir es ins Internet stellen können. Das heißt, das meiste kann man sich runterladen und kann man anschließend irgendwie ausdrucken, zurechtschneiden und selber spielen. Es gibt irgendwie, wir haben es so gebaut, dass es skaliert. Also wir haben es schon irgendwie mit 15 Leuten gespielt, man kann es aber auch mit 100 oder auch 200 Menschen spielen. Es gibt eine ganze Reihe an Spielelementen, die man auch aus anderen Spielen kennt. Und wir haben dadurch, dass wir es ins Internet gestellt haben, eben auch die Spielelemente von vornherein so kreiert, dass andere in der Lage sind, diese Spielelemente zu erweitern. Das alles funktioniert nur, wenn man das unter Open Educational Resources macht. Weil nur dann andere Menschen überhaupt die Möglichkeit haben, kreativ mit dieser Idee weiter umzugehen und zu spielen. Und wir haben auch festgestellt, das zeigt sich gleich nochmal in den Lessons Learned, dass solche Umgebungen in der Regel sehr, sagen wir mal, inspirierend auf die Leute wirken, die das in ihren Zusammenhängen einsetzen wollen. Und da muss man so ein paar Dinge bedenken, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme. Jetzt zeige ich noch ein anderes Projekt, was wir gemacht haben. Das hieß Tod an der Mauer. Das war so ein App-Projekt. Und es geht um einen Kriminalfall, der 1962 an der Berliner Mauer spielt. Und den haben wir als App umgesetzt. Und es gibt auf der Webseite chronikdermauer.de die Möglichkeit, diese Geschichte dazu zu lesen und auch eine Reihe des Materials herunterzuladen. Also man kriegt Tatortskizzen, man kriegt Radiobeiträge und das alles, es gibt Zeugenaussagen, es gibt Fernsehbeiträge und das alles baut so langsam diesen Kriminalfall auf und es gibt eine ganze Reihe an Indizien, die wir uns einzeln lizenzieren lassen mussten. Wohlgemerkt, der Fall spielt 1962 und unser Material ist historisch. Das heißt, es ist 1962 angefertigt worden und deswegen auch nicht ganz so leicht verwendbar. Und jetzt habe ich Folgendes getan. Ich brauchte einen Fernsehausschnitt aus den SFB-Nachrichten, das ist der Sender Freies Berlin, in der eine öffentliche Ansprache von Willy Brandt vom Schöneberger Rathaus mitgeschnitten wurde, die ein ganz wesentliches Element in diesem Kriminalfall bildet. Und heute ist für dieses SFB-Archiv der RBB zuständig. Und wenn man jetzt irgendwie sagt, ich brauche das und wie gesagt, es ging um öffentliche Bildung, es geht um politische Bildung, die man sozusagen auch öffentlich zu denken hat, sehe ich zumindest so,
Dann mussten wir jetzt halt irgendwie dafür sorgen, dass wir dieses Material freistellen und freikriegen. Das haben wir gemacht. Wir haben eine Mail an den RBB geschrieben und die gefragt, können wir das haben? Und dann haben die geschrieben, und jetzt zitiere ich so ein wenig aus diesem Mailverkehr, der immer abstruser wird. Fragen mich, brauchen Sie die ganzen 38,5 Minuten? Das würde sich auf die Lizenzgebühr auswirken. Darauf schreibe ich, nee, ich brauche nur 30 Sekunden, weil es ging nur um eine ganz entscheidende Stelle in dieser Willy Brandt-Rede. Willy Brandt, eine, wissen Sie alle, eine Person des öffentlichen Lebens. Ja, also, aber das ist mit den Rechten, wenn man jetzt irgendwie genauer hinschaut, gar nicht so einfach, weil es gibt Leute, die haben dieses Video gemacht, es gibt Leute, die haben darin moderiert, es gibt Leute, die haben dieses Video geschnitten, es gibt Leute, die haben das Drehbuch dazu geschrieben. Und es gibt Leute, die haben irgendwelche Lampen gehalten. Und alle haben Rechte an diesem Werk. Und das ist natürlich die pure Hölle, wenn man sich diese ganzen Rechte sichern lassen will oder abfragen will, zumal das Werk 50 Jahre alt ist. Und nach 50 Jahren da auch relativ wenig, sagen wir mal, also viele Leute leben nicht mehr. Und dann geht sozusagen das Urheberrecht auf die Enkel über. Das war relativ zu recherchieren, wie Sie sich sicherlich vorstellen können. Und da war ich irgendwie froh, dass der RBB sich zuständig fühlte. Nee, ich brauche also nur 30 Sekunden. Und dann haben die mir eine Mail geschrieben und gesagt, es geht wie gesagt um eine App. Okay, 3 Jahre. 3 Jahre im App Store kosten diese 30 Sekunden Video von Willy Brandt 1.250 Euro. Da dürfte ich die benutzen. Und alles Weitere kann man hier sehen. Man sieht, das sind Fantasiesummen und das ist für ein Projekt in der politischen Bildung schier unfassbar. Das kann man nicht bezahlen. Und das ist sozusagen nur eines von sehr vielen Videos, die als Indizien in diesem Kriminalfall eine Rolle spielen. Dann schrieb ich denen zurück, dass ich dann wohl oder übel auf den Beitrag verzichten müsste. Offensichtlich hat Geschichte ihren Preis. Ich verstand so langsam, dass offensichtlich ein Teil des geschichtlichen Wissens oder auch der geschichtlichen Quellen dem Urheberrecht unterliegen und so einfach sich da überhaupt nicht was machen lässt. Das heißt, wer heute irgendwie Geschichte vermitteln will oder sagen wir mal Geschichte greifbar machen will in Form von Primärquellen, der sieht sich, sagen wir mal, dem entfesselten Urheberrecht gegenüber. Was habe ich gemacht? Ich habe den also nochmal gefragt, was kann man denn da machen? Und dann fragt er mich tatsächlich, was haben Sie sich denn für einen Preis vorgestellt? Ist die App eigentlich kostenpflichtig? Falls nicht, ließe sich da noch etwas machen? Wir haben es wohlgemerkt hier mit dem RBB zu tun. Der RBB ist angeschlossen an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja? Also wir haben es nicht mit einem gewinnorientierten Unternehmen zu tun, vielleicht noch an der Börse notiert, sondern wir haben es mit einem über, naja, Rundfunkgebühren finanzierten Bereich zu tun. Nein, die App ist nicht kostenpflichtig. Ich hatte an unter 500 Euro inklusive Mehrwertsteuer gedacht. Das liegt daran, weil bei uns intern in der Einrichtung es so ist, dass ich sozusagen über nicht mehr als 500 Euro verfügen darf. Mir war auch klar, dass ich hätte mehr zahlen können, aber das ist erstens ein unfassbarer bürokratischer Aufwand und legt zweitens auch nochmal natürlich die Messlatte höher, was letztendlich diese App dann auch einbringen müsste. Dann hat er mir vorgeschlagen, okay, dann machen wir noch 500 Euro plus Mehrwertsteuer. Und ich sage, nee, das geht so nicht. Ich habe gesagt, 500 Euro inklusive Mehrwertsteuer, ich kann das nicht bezahlen. Dann habe ich überlegt, kann ich denn nicht nur die Tonspur haben, weil die Tonspur ist ja letztendlich irgendwie, wir haben es hier mit einer Person des öffentlichen Lebens zu tun, die kann doch nicht allen Ernstes lizenziert sein oder lizenzierbar sein. Und wollte wissen, ob dadurch dann irgendwie Kosten senkbar sind. Darauf schrieben die mir zurück, nö, das ändert gar nichts, aber wie wäre es denn jetzt mit 450 Euro für 3 Jahre? Im App Store, 3 Jahre. Kann man sagen, okay, danach nimmt man die App halt raus. Ich habe mir eigentlich gedacht, wenn ich hier Bildungsmaterialien mache, dann mache ich sie doch eigentlich für die Ewigkeit. Ja? Zumal diese Geschichte jetzt ja auch nicht irgendwie nach 3 Jahren abläuft. Ja? Und
habe dann mit einem Urheberrechtler über Facebook Kontakt aufgenommen. Und zwar, ich war so sauer, auch über irgendwie diese ganze Lizenzierung von Primärquellen, dass ich in Facebook in der Medienpädagogikgruppe geschrieben hatte, ich bin fassungslos, ich hatte auch darüber geblockt und auch schon Teile dieses E-Mail-Verkehrs zitiert und war fassungslos und es meldete sich bei mir ein Urheberrechtler auf Facebook und sagte, pass mal auf, das Leistungsschutzrecht läuft nach 50 Jahren für Ton- und Filmaufnahmen ab und danach ist es eigentlich Public Domain und jeder kann damit machen, was er will. Frag doch mal, auf welcher Grundlage da lizenziert wurde. Das habe ich dann auch dem RBB geschrieben. Was lizenziert ihr mir da eigentlich? Und dann sagt der RBB zu mir, ja gut, das ist so die genannten Kosten. Ja, die beziehen sich eigentlich auf das Archivkosten, also das ist eine Archivkostenpauschale. Ja, nur, dass wir hier das Archiv halt nutzen können. Und das stellen wir eben zur Verfügung. Und dann sagte ich, okay, das ist aber doch das ist ja ein ganz anderer Ton. Ich habe nicht mehr darauf rumgeklotzt, dass die mich hier gerade irgendwie ganz tüchtig über den Leisten ziehen wollten, sondern habe mich eben stickum in meinem kleinen Erfolg vermacht. Ist ja auch irgendwie aus diesem Zitat unverkennbar, dass man da irgendwie einen Rückzug macht und dafür eine Formulierung gesucht hat. Und dann war es so, dass dieses Video ins Internet gestellt wurde und ich darüber überhaupt erst aufmerksam wurde. Also es gibt eine Dokumentation über diesen Kriminalfall und diese 30-minütige Dokumentation, die hatte ich mir aus dem Internet gezogen und brauchte dieses Archiv eigentlich gar nicht. Das hat irgendwie eine Zeitung hat das veröffentlicht und ich bin über eine irre Google-Suche darüber gestolpert und habe dann gesagt, das brauche ich dann wohl nicht und dann, nö, dann können wir nichts mehr für Sie tun. Und was dieser Fall sehr schön deutlich macht, ist, dass man eigentlich viel zu unsicher immer ist, wenn es um so Urheberrechtsfragen geht und sich auch viel zu schnell ins Bockshorn jagen lässt, wenn es um solche Geschichten geht, dass es eben umgekehrt umso wichtiger ist, dass wir das Material, was wir heute produzieren, eben auch so ins Internet stellen, wenn wir das denn wollen, dass andere damit einen rechtssicheren Umgang pflegen können. Dazu können die CC-Lizenzen einen Beitrag leisten. Und es wird, wenn ich das richtig verstanden habe, auch noch einen zweiten Talk geben, der sich nochmal sehr konkret mit den Rechtsfragen auseinandersetzt, zu denen ich auch eigentlich relativ wenig sagen kann. So, jetzt ist die Frage, nachdem ich irgendwie diese ganzen Erfahrungen gemacht habe, was habe ich eigentlich gelernt? Und gelernt habe ich relativ viel. So, erstens, wenn man Material erstellt, dann muss man von vornherein mitdenken, dass man es öffentlich ins Internet stellen möchte. Wenn man das erst im Nachhinein tut, dann hat man in der Regel ein relativ großes Problem. Das sieht man an an dieser App-Geschichte. 1962 kam niemand auf die Idee, Materialien so zu produzieren, dass man sie auch für das Internet gebrauchen kann. Heute im Zeitalter des Internets kommt noch nicht mal jemand auf die Idee, dass man es dafür produzieren könnte. Die, die damit zart, aber durchgreifend anfangen, ist die Bundeszentrale für politische Bildung. Die hat gelernt aus der früheren Zeit. Die haben nämlich ein Riesenproblem, weil all das, was sie sozusagen an Printprodukten in den 70er, 80er, 90er Jahren in Auftrag gegeben haben, berechtigt sie nicht dazu, diese Materialien jetzt auch ins Internet stellen zu dürfen. Sondern dafür müssen sie eine zusätzliche Lizenz erwerben. Das ist in der Regel entweder zu teuer oder aber der Autor will das gar nicht. So. Und dann ist die Klappe eben zu. Das heißt, heute gehen sie her und sagen, pass auf, wenn du was für uns schreibst, dann musst du es unter eine CC-Lizenz stellen, damit wir auch die Möglichkeit haben, danach bestimmte Dinge mit deinem Werk zu tun. Dann habe ich die Erfahrung bei dem Facebook-Spiel zum Beispiel gemacht, je weniger man es didaktisiert, umso anschlussfähiger wird
wird es für andere Einsatzgebiete. Und wenn ich jetzt Open Educational Resources produziere, dann, Entschuldigung, mache ich das doch vor allen Dingen und stelle es ins Internet, damit andere das bitte schön verwenden. Und wenn die das nicht tun, dann habe ich sozusagen, oh, dann finde ich das doof. Dann habe ich ja eigentlich einen Schritt zu viel gemacht. Ja? Ich habe da sozusagen was reingekippt, was keiner brauchte. Ja? Jetzt kann man natürlich sagen, naja, das lag ja eh vor, aber das ist eben kein Müll, den man da ablädt, sondern man hat es ja irgendwie für einen bestimmten Zweck gemacht und man hat auch irgendwie immer das da draußen mitgedacht, auch wenn man natürlich es viel stärker auch für die eigene Zielgruppe macht. Aber das Facebook-Spiel macht irgendwie auch deutlich, naja, wenn wir es für die eigene Zielgruppe gemacht hätten, dann hätten wir es noch viel, viel stärker gebrandet. Haben wir aber nicht, sondern wir haben von vornherein irgendwie darauf geachtet, dass andere jetzt beispielsweise Aktionskarten formulieren können, die vielleicht gar nichts mit politischer Bildung zu tun haben, sondern mit einem ganz anderen Themengebiet. Oder eben auch die Möglichkeit haben, zu sagen, na, hier in diesem Profilbogen, da möchten wir ganz andere Items abfragen. Wir möchten das vielleicht auch gar nicht irgendwie benutzen, um Facebook zu erklären, sondern wir möchten das vielleicht auch benutzen, um eine Vorstellungsrunde mal anders zu machen. Und es ergeben sich, je weniger man jetzt das sozusagen in Kontexte einbettet, oder sagen wir mal, umso mehr Kontexte man beschreibt, umso mehr Einsatzgebiete erschließen sich überhaupt erst. Und dafür darf man es halt nicht zu stark didaktisieren. Also von Minute 10 bis Minute 20 das und von 30 bis 40 das und nach 50 machst du das und danach musst du die Frage stellen und jene und dann diese und jene Lernziele noch damit abdecken und das kannst du machen, indem du, das ist sozusagen dann nicht mehr transferfähig in andere Kontexte. Und das alles, nämlich das Material dann auch anschließend zu benutzen, ist deswegen so wichtig, weil es die Dynamik des Entwicklungsprozesses antreibt. Nur wenn es benutzt wird, kann es sich auch weiterentwickeln. Wenn es nicht benutzt wird, dann passiert ja auch nichts. Also ich bekomme regelmäßig Mails von Menschen zu diesem Facebook-Spiel zum Beispiel, die sagen, hey, ich wollte das bei mir verwenden. Wie machst du denn das und das? Wie gehst du in dieser und dieser Phase damit um, dass die Leute dann plötzlich nicht mehr mit den Aktionskarten zum Beispiel arbeiten? Ich sage, umso besser. Je mehr sie sich am Ende irgendwie von den Vorgaben lösen und ein eigener Prozess in Gang gesetzt wird, umso eher bekommt dieses Spiel etwas von der Dynamik, die wir bei Facebook erleben und ist, das Spiel wird zu einer Plattform. Wenn du willst, dass deine Materialien angepasst werden, also du möchtest eben, dass sie nicht nur eins zu eins benutzt werden können, sondern dass sie eben auch auf andere Bildungszusammenhänge, Settings angepasst werden können, dann musst du dein Material unter eine in einem bearbeitungsfreundlichen Format veröffentlichen. PDF ist das nicht. Ja? Und Schulbücher, die mit iBook Author gemacht werden, sind es auch nur bedingt. Ja? Das können halt nur Leute bearbeiten, die auch einen Mac mit diesem Programm haben. Und alle, die eben keine Macs nutzen, können das nicht machen. Das heißt, wenn ich je plattformunabhängiger mein Material angepasst werden kann, umso eher wird es eben auch angepasst, umso besser für die Dynamik des Entwicklungsprozesses. Organisiere ein Core-Team um dein OER-Projekt. Also, wenn du so etwas machst, und jetzt muss ich auch nochmal sagen, warum ich das Projekt nenne und nicht Material. Diese Idee der Resource, also des Materials, ja, die dockt viel schneller an das Arbeitsblatt an, als man OER sagen kann. Das liegt so ein bisschen daran, dass eigentlich so das Material, also das Arbeitsblatt ja so das Einfachste ist oder das Erste ist, an das man so denkt. In der Regel haben wir es aber in der Pädagogik mit komplexeren Dingen zu tun, also das ist ja so ein Planspiel. Ja? Das ist zum Beispiel, es wäre auch ein super OER-Projekt. Ja? Und was man dann machen muss, ist, man muss sich halt
überlegen, oder und so, ich führe nochmal eben diesen Gedanken mit dem Arbeitsblatt aus. Das Arbeitsblatt ist dann letztendlich aber auch etwas, was man nicht anpasst. Ja, also je kleiner und je strukturierter etwas ist, umso weniger gerne fasse ich das an und will es verändern. Und das ist halt irgendwie bei diesem OER-Projekt, wenn man das ein bisschen größer denkt und da unterschiedliche Materialien gibt, die da zu einem größeren ganzen Klumpen zusammengefasst werden, viel eher auch so, dass man sich davon einen Teil rausnimmt, dass man das dann auch modelliert und so. In der Regel muss man sowas mit einem Team von Leuten machen. Und da fängt man eben jetzt nicht an und sagt, hier, Internet, ich stelle das mal zur Verfügung und guck mal, was sich da für ein Core-Team drumherum bildet, sondern sowas funktioniert vor allen Dingen mit den Kollegen aus der eigenen Umgebung, die man eh persönlich kennt, mit denen man Themen oder Zugänge teilt. Also ich meine jetzt vor allen Dingen auch didaktische oder pädagogische Zugänge teilt. Und das ist auch wichtig für jedes OER-Material, dass es eine Community bekommt. Also die Leute, die das dann letztendlich benutzen, sind ja nicht gerade die Leute, die es machen, sondern das sind ja nach wie vor in unserer Welt zwei verschiedene Seiten einer Medaille. Und es gibt keine bessere Community als die teilnehmenden Schüler, Studierenden, die mein Material benutzen sollen. Also die mit dem Material lernen sollen, das sind meine besten Kritiker. Ja, die können viel eher das Material zu dem machen, was andere Lernende brauchen, als ich selbst. Dann habe ich gemerkt, es ist wichtig, eine Dokumentation anzufertigen. Und zwar keine, die jetzt irgendwie minutiös aufführt, wie man es benutzt, sondern die von vornherein deutlich macht, wie du es benutzt, ist mir egal. Mein Case war das und das. Und ich habe die und die Erfahrungen damit gemacht. Und das muss man beschreiben. Es reicht nicht einfach irgendwie zu sagen, hier ist das Material, man stellt es ins Netz. Ja, ist zu wenig. Da profitiert niemand von. Und dann schaffen wir sozusagen eine ganze Menge an großen Baustellen. Wenn du eben jetzt nicht nur sagst, hier das Material ist, das lade ich hier so ab und da mache ich ja, ne, das habe ich ja eh gemacht, dann stelle ich es halt auch noch ins Internet. Das ist irgendwie, ne, so eine Zweitverwertung, die so hinten rüber fällt. Aber wenn du das Material, also wenn du dich selbst für dein Material als einen Dienstleister siehst, wenn du Support anbietest, eine Mailadresse, eine Telefonnummer, ein Webforum, dann werden deine Materialien auch eingesetzt und dann, also was mir bisher schon vor allen Dingen bei dem Facebook-Spiel total häufig passiert ist, dass Leute mich angemeldet haben. Ja? Fehlerhafte Benutzung, das habe ich auch über diese Kontakte erlebt, wird seltenst in Kommentarspalten auf Blogs zu finden sein. Sondern Fehler beschreibt man ungern offen, sondern dafür braucht man eine Kontaktmöglichkeit zu mir. Aber diese Fehler sind der wesentliche Antrieb, um überhaupt das Material, also die Benutzung des Materials in anderen Kontexten zu verstehen. Mache dein Material kompatibel zu den verbreiteten Plattformen. Das passt so ein bisschen zu dem eben schon zitierten. Sorge dafür, dass du es in einem Format veröffentlichst, das eben nicht PDF ist, sondern vielleicht ODT oder DOC, was halt viele Menschen benutzen. Denn je mehr Menschen ein bestimmtes Material benutzen und sagen wir mal, so aufrufen können, dass sie es editieren können, umso mehr wird das Material auch in anderen Zusammenhängen verwendet. Wenn ich das alles gar nicht will, na dann sollte ich dafür sorgen, dass das Material auch nicht im Internet steht. All das, was ich Ihnen jetzt gerade zum Schluss mit den Lessons learned beschrieben habe, das steht hier nochmal als Quelle auf meinem Blog, was OER von der freien Softwareproduktion lernen kann. Es ist nämlich so,
dass ich auf dieser letzten OER-Konferenz in Berlin eigentlich mir diese Frage stellte: Mensch, OER, also freie Bildungsmaterialien, das sind ja nicht die ersten. Es gibt ja irgendwie tausend andere, die so Materialien schon gefertigt haben, beziehungsweise schon anderes Open-Zeug gefertigt haben. Also die Free-Software-Bewegung ist zum Beispiel wesentlich älter. Der Linux-Kernel, also überhaupt die gesamte Linux-Entwicklung, stammt aus Anfang der 80er Jahre. Und wir haben eine ganze Menge aus diesen Prozessen lernen können, müssen sie jetzt im Prinzip mal anfangen zu übertragen. Ich weiß, dass es nicht vollständig geht, aber ich habe in diesem Blogbeitrag eigentlich mal versucht zu gucken, wo sind eigentlich die Unterschiede zwischen Bildungsmaterialien und freier Software und was kann man daraus lernen und dann für die Konzeption freier Bildungsmaterialien daraus lernen und besser machen. Ja. So, jetzt bin ich erstmal mit meinem Vortrag soweit durch. Ich muss jetzt mal hier gucken, dass ich in das Dolby Connect zurückwechsle und mal schaue, ob überhaupt noch alle online sind. Ah, okay, die Prezi, ja. Na klar, sind wir noch online. Ich schick ihn dir Genau. mal eben. Ich hatte gerade nebenbei nämlich mal. So, den Link habe ich jetzt in den Chat gepostet. Ja, sehr gut. Ja, ich glaube, das ist blöd, wenn man das Connect-Fenster nicht mehr hat und dann Ganz eigentlich nur mit blöd, seinem ganz Laptop blöd. spricht, ne? ich Ach. kann deswegen ja auch mal mein Video wieder anmachen. Ja, ich glaube, die Teilnehmer alle ganz gebannt zugehört, denn im Pad ist gar nichts groß passiert, aber ich habe auch zugesehen, nebenbei noch ein paar Sachen mit in den Chat zu geben. Ja, das mit den zwei Monitoren, Markus, ist gar nicht so einfach bei Connect, weil irgendwie bei mir wird auch immer der falsche Zwei angezeigt, Monitore. Mein gezeigt. Setting ist hier ein MacBook Air und mehr habe ich hier nicht. Das macht mich mobil, aber das sorgt nicht gerade dafür, Ja. dass man tatsächlich bereit ist, im 21. Jahrhundert vernünftig Bildung zu machen. Das ist wohl wahr. Ja. Naja, es ist ja sicher auch alles noch verbesserungsfähig. Ich wollte nur dazu sagen, also wie gesagt, im Etherpad sind jetzt keine großen Fragen gekommen, aber ich glaube, also wir haben keine Session mehr direkt zu Urheberrecht, weil wir haben letzte Woche eine zu Datenschutz gemacht, die schon so sehr, na nicht trocken, aber doch sehr, ja, faktenlastig war. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen keine Extra-Session, die sich jetzt nur mit Urheberrechtsfragen beschäftigt. Sondern wir machen das alles textbasiert sozusagen. Also die Anja hat eine ganz tolle Präsentation gemacht, die kennst du wahrscheinlich auch vom Nee, EduCamp in ich habe sie Berlin. nicht gesehen. Nee. Vielleicht? Ja, oder? Ja, okay, aber die hat sie da gehalten und da konnte sich schon jeder ganz doll informieren. Aber deswegen würde ich jetzt sagen, dass alle Fragen, die zu CC-Lizenzen oder überhaupt zu Urheberrecht noch aufgekommen sind oder noch euch auf den Seelen brennen, könnt ihr wahrscheinlich jetzt gerne raushauen Ja, und dem Guido ich versuche sie zu stellen. beantworten. Aber ich werde auch deutlich sagen, wenn ich sie nicht beantworten Ja. kann, bevor ich strauche. Also bei den CC-Lizenzen kenne ich mich, glaube ich, Ja. ganz gut aus. Was sonst das Urheberrecht angeht, frage ich sonst immer Jöran. Okay, den hatten wir letzten Durchlauf auch zur Live-Session. Aber zum Thema, ja, auch zu OER, aber nicht direkt zu Urheberrecht, genau. Nee, wir hatten nämlich im Zug diese Woche eine ganz spannende oder eigentlich mehr eine interne spannende Diskussion, weil ein Teilnehmer von uns geblockt hat, dass er CC-Lizenzen für ungeeignet hält für Blogger, weil er es nicht auseinanderhalten kann im Sinne der kommerziellen Nutzung. Also er schreibt halt, er kann da nicht unterscheiden, ob das jetzt kommerziell oder halb kommerziell ist oder
Wann er sich Das darauf ist auf auch ein Glatteis großes begibt. Problem an den Lizenzen, an der CC-NC-Lizenz. Das wird diskutiert oder das ist auch immer wieder Thema, dass die Trennschärfe nicht da ist und dass das eigentlich eher für eine Verunsicherung der Nutzenden sorgt, als dass es ihnen Sicherheit bietet, was die CC-Lizenz ja eigentlich machen wollte. Ich persönlich kann nur sagen, es ist schon in dem Fall nicht mehr non-commercial, wenn auf meinem Blog Google AdWords läuft. Dann ist Okay. es meines Wissens schon nicht mehr non-commercial. Im Grunde genommen würde ich Werke, die mit diesem Lizenzbaustein arbeiten, nicht benutzen, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. Also bei mir im Blog zum Beispiel setze ich Bilder mit NC-Lizenz ein, aber ich weiß, dass ich damit auch eine Entscheidung getroffen habe, nämlich meine Beiträge in meinem Blog niemals zu kommerzialisieren. Also wenn ich daraus jetzt irgendwie ein E-Book machen würde und das veröffentlichen und so, ne, dann wüsste ich irgendwie genau, ich müsste diese Inhalte Ja. nacharbeiten. Ne. Ja. Das ist genau dasselbe, was ich irgendwie schon am Anfang sagte. Wer OER-Materialien macht, der muss sich im Prinzip schon vorher darüber im Klaren sein, dass er sie veröffentlichen will. Und das Gleiche gilt im Prinzip auch, dass man so Langzeitentscheidungen trifft wie, wenn ich NC-lizenzierte Materialien verwenden will, dann habe ich damit die Langzeitentscheidung getroffen, dass ich das nicht in kommerziellen Settings wiederverwerten werde. Ja, er schreibt auch, das weiß ich zum Beispiel auch gar nicht, was das ist, ist kommerziell bereits, wenn ich einen AdSense-Code, also ja, weiß ich nicht, AdSense-Code auf der Webseite habe. Ich Ach weiß gar so, nicht, was das dieser ist. Lizenzcode. Ja, das Schöne an den CC-Lizenzen ist, dass man sich im Prinzip dieses kleine Label, dieses CC-Label, direkt auf die Webseite implementieren kann. Ich gebe nochmal eben meinen Bildschirm frei und zeige das vielleicht einmal kurz am. Ja, ich glaube, das kannst du gerne nochmal zeigen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, AdSense-Code, ich habe es mal in den Chat geschrieben, ist noch was anderes, oder? Ja, okay. Okay, Dann also, eins nach dem anderen. wer jetzt selber Inhalte lizenzieren will, der geht auf creativecommons.org und kann sich jetzt hier im Prinzip diese Lizenz zusammenklicken. Und ganz unten bekommt man dann das Stück Code, was man nehmen kann, um es unter das Werk zu kopieren. Im HTML-Code würde man das darunter kopieren. Und dann sieht das halt so aus, wie man das hier sieht. Ja, also da steht halt dieses Label und da steht im Moment, ist es eine Beilizenz. Das heißt, du kannst machen mit meinem Werk, was du willst. Ist Hauptsache, du nennst meinen Namen. Und im Grunde genommen kann man mit diesen Lizenz, also kann man mit diesem Code, den kann man letztendlich auch auf sein eigenes Blog einbinden und sagen, alles, was in diesem Blog steht, folgt dieser Lizenz. Es gibt auch so WordPress-Plugins. Dazu haben wir auf PW21 mal irgendwie eine ganze Reihe an Plugins untersucht. Also WordPress, das ist so eine Software, mit der man Blogs machen kann. Und da gibt es so ein Plugin für, da kann ich praktisch dann direkt unter den Ja. Artikel schreiben, hier, das ist ein CC BY oder das ist ein CC BY NC oder was auch immer für ein Artikel. Und kann jeden einzelnen Artikel, jeden einzelnen Post in meinem Blog unterschiedlich lizenzieren. Und es geht dann aber nur bei den Ja, das ging dann nur, WordPress.org nee, Sachen, oder? das geht auch, wenn man sich ein eigenes WordPress installiert. Bei den WordPress.org Sachen geht das nämlich gar nicht, weil Okay. da kann ich nur eine ganz kleine Auswahl von möglichen Plugins installieren und da sind die, glaube ich, nicht bei. Okay.
Hier postet gerade Markus noch Link-Tipps zu Sessions für Urheberrecht-Fans. Ich glaube. Ja, und dann würde ich nochmal zurückkommen auf den AdSense-Code, weil ich habe wirklich keine Ahnung, was das ist. AdSense ist ein Programm Weißt du es? von Google und dieser AdSense-Code ist letztendlich auch so ein Stück Code, wie ich das gerade eben für die CC-Lizenzen gezeigt habe. Das kann ich halt einfach irgendwie an einer bestimmten Stelle in meinem Blog anzeigen lassen, so ein Stück HTML-Code. Und was dieser Stück HTML-Code macht, ist, es analysiert die Inhalte auf meiner Webseite und bietet dem Lesenden auf meiner Webseite passend zu den Inhalten Google-Werbung an. Und ich Okay. verdiene an dieser Ja. Google-Werbung Geld. Ja, das ist dieses AdSense-Programm. Ich stelle praktisch Google eine Werbetafel zur Verfügung und werde an den Werbeeinnahmen beteiligt. Und damit ist mein Blog eben nicht kommerziell. Okay. Da beantwortet das wahrscheinlich schon die Frage auf dem Blog hier bei Henry Schmidt. Ja, ich poste einfach mal den Blogpost nochmal in den Chat. Und inzwischen sind hier auch noch Fragen eingegangen von Rumpelwumpel. Wäre nicht Gemeinfreiheit, Public Domain, Copy Left oder ähnliches für OER besser? Ich sage ja, es gibt, sagen wir mal, es gibt ja keine klare Definition von OER. Und es gibt, also ich bin da ein Hardliner und würde sagen, ja, ich folge dann auch diesem Blogbeitrag und sage ja, Public Domain ist am allerbesten, ja. Eine CC0 wäre noch besser, das geht aber hier in Deutschland nicht. Eine CC0 wäre sowas ähnliches wie Public Domain. Ich muss noch nicht mal den Namen nennen. Ne? Ich kann damit machen, was ich will. Die Definitionen gehen aber weit. Und ich habe auch einen Blogbeitrag geschrieben über Open Washing, weil natürlich auch die Verlage diesen OER-Begriff nutzen, um ihre Materialien pseudo-open zu veröffentlichen. Und was die häufig unter Open verstehen, ist, jeder kann im Internet darauf zugreifen. Das hat aber noch nichts damit zu tun, dass man es weiterverarbeiten dürfte und dass man es anpassen darf. Das darf man nämlich mit diesem Material gar nicht. Trotzdem würden die Verlage es einfach OER-Material nennen. Und ich würde so weit gehen, und das folgt auch so ein bisschen irgendwie John Weizmann von der Creative Commons. Der sagt, solange, also Open ist die CC BY und die CC BY SA. Alles, was danach kommt, hat mit Open relativ wenig zu tun. Insofern ganz der Meinung von Herrn Schmidt. Okay. Es kam gerade im Chat noch eine Frage von Raffaella Rossetti. Muss man unter jeden einzelnen Blogpost diese CC-Lizenz Nee, muss man nicht. setzen? Nee, muss man nicht. Also Nee, auf die. ich habe das irgendwie einmal für mein gesamtes Blog geregelt. Das kann jeder so, also bei PB21 machen wir das so, dass wir es unter jeden Blogbeitrag setzen. Das gibt natürlich größere Sicherheiten, ne? Also wenn es da drunter steht und jemand druckt das irgendwie aus, dann wird die Lizenz in der Regel mitkopiert, was irgendwie nett ist, ja? Im Grunde genommen kann man aber auch jetzt mal sagen, so ein Blogbeitrag, ob der jetzt unter einer CC BY oder einer CC BY SA oder was weiß ich auch immer für eine CC-Lizenz steht, ist kackegal, ja? Weil dieses ganze CC-Ding nur dann greift, wenn jemand anders Bock darauf hat, deinen Blog zu kopieren und irgendwo anders hinzusetzen. Ja? Und ansonsten unterhalten wir uns hier über OER-Materialien. Und da ist das ja mit dem Material nochmal so eine Sache. Ich habe das ja gerade eben schon mit dem Arbeitsblatt und beispielsweise dem Planspiel unterschieden. Und ich glaube auch, dass es einen Unterschied macht, worüber man redet. Also ich podcaste ja nebenbei auch noch. Und meine Podcasts stehen auch alle unter einer CC BY-Lizenz, aber ehrlich gesagt geschenkt. Ja. Niemand würde hergehen. Ja.
Doch, das ist jetzt passiert. Ja, also da gibt es jetzt irgendwie so ein Radio Live, Internet-Radio-Live-Sender, die sind halt irgendwie, haben wir gefragt, ob wir das benutzen dürfen. Ja, da hätten die mich gar nicht fragen müssen, sondern die hätten das halt einfach irgendwie so über ihre Kanäle ausstrahlen dürfen. Ne? Okay, da greift die CC-Lizenz schon, aber im Grunde genommen ist das alles im Moment nur dann interessant, erstens, wenn es öffentlich ist und zweitens, wenn ich es anpassen will. Wenn ich das nur irgendwie kopieren will, da gibt es ja auch noch irgendwie Zitationsmöglichkeiten. Ne? Und ehrlich gesagt, ein direktes Wort mit, also wenn ich in größeren Chargen von anderen etwas wegkopiere, dann lohnt es sich auch, mal Kontakt mit dem Autor aufzunehmen. Ja? Wenn man jetzt irgendwie ein Bild bei Flickr braucht, dann ist es ganz angenehm, wenn man da nicht irgendwie erst 25 Mails hin und her wechseln muss, bevor man das auf seinen Blog verwenden darf. Aber wenn man jetzt sagt, irgendwie, na, der hat irgendwie eine ganze Serie von Bildern gemacht, die ich gerne hätte, na, dann macht es total viel Sinn, dass man das sowieso mit dem Autor kommuniziert. Ne? Das ist dann eh irgendwie, fühlt sich so ein Autor auch gebauchpinselt, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn jemand anders kommt und sagt, darf ich das verwenden? Ja. Und man weiß ja dann, man hat ja auch sonst selber keine Rückkopplung, wo die Na, Flickr-Bilder stehen, oder? ich mache es manchmal Also. so, da gibt es aber keine präzise Regelung für, dass wenn ich ein Flickr-Bild verwende in meinem Blog zum Beispiel, dass ich darunter die Lizenz schreibe und die Lizenz wiederum auf das Flickr-Bild verlinkt. Und wenn es so einen Backlink gibt, dann kann man ihn auch mit Flickr nachvollziehen. Also es gibt im Flickr-Backend die Möglichkeit zu gucken, wer verlinkt auf mein Bild? Aber da kommt mir jetzt gleich wieder eine Unsicherheit, weil in Anjas Präsentation, und ich habe das jetzt auch für bare Münze genommen, stand drin, dass man die Lizenz einzeln auf die Lizenz verlinken muss, also auf die Creative Commons Seite, und den Namen auf den Bild-URL verlinken muss. Muss man das gar nicht? Reicht es auch, wenn man einfach nur den Text hinschreibt? Also es gibt keine Regelung. Mir ist keine Regelung bekannt. Wenn man sich im Internet mal umguckt, dann sieht man, dass sie es alle irgendwie anders machen. Ja? Wenn man bei Flickr guckt, dann ist da jetzt auch nur beschrieben, unter welcher Lizenz es steht, aber nicht unter welchen Bedingungen es wie zitiert werden muss. Das, was Anja vorschlägt, ist sicherlich der korrekteste Weg, den man überhaupt gehen kann. Ja? Aber das entspricht meiner Wahrnehmung nach nicht der Praxis. Wäre toll, wenn sich alle daran halten würden. Ich merke, wie schnell ich da mal irgendwas vergesse. Also es ist mir jetzt schon in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich überall, wo ich woanders was herhole, die Lizenz mitnehme und eben drunter schreibe. Aber den Link setzen vergesse ich manchmal noch. Okay, ja, weil ich bin nämlich durch meine ganze Präsentation nochmal durch 40 Folien und habe da auf jeder Folie das Bild verlinkt und dann dachte ich, wow, ist das anstrengend. Also das ist echt keine praktikable Lösung irgendwie, Ja, wenn man das machen muss. es ist Aber. bei Präsentationen ja nochmal so ein ganz besonderes Ding. Ganz häufig ist es so, dass man irgendwie nach so einer Sache gefragt wird, können wir die Präsentation denn haben? Und dann sagen die Referenten, nee, das geht nicht, da sind Bilder drin, die habe ich halt irgendwie bei Google Bildersuche irgendwie da rauskopiert. Und das referenziert nochmal auf das von ganz am Anfang, nämlich, wenn du etwas veröffentlichen willst, dann musst du dir genau darüber vorher Gedanken machen. Also du kannst es nicht vorher einfach kopieren. Bei Präsentationen ist das auch nochmal irgendwie so ein schönes, finde ich, alltagstaugliches Beispiel für, das wird schwierig, ja, wenn man das nicht mitgedacht hat. Ja, das ist klar. Hier fand ich ganz interessant, Problembaum, da hatte ich ja vorher schon Fuchs und Elster erwähnt und er schreibt jetzt hier rein, dass aus dem Grund erst zur Anwesenheit von Herrn Fuchs gekommen wird. Ja, würde ich irgendwie Problembaum entweder mal gerne ans Mikro oder in den Chat bitten, das nochmal auszuführen, was Herr Fuchs mit CC-Lizenzen zu tun hat. Lieber Chat. Na dann, Okay. losgetippt.
Ja, Rumpelwumpel schreibt, dass die Dozenten oft die Präsentation nicht rausgeben, beziehungsweise, also ich kenne das selber aus meinem Studium noch, das waren dann halt irgendwelche Buchseiten rauskopiert und dann wurde die Präsentation per E-Mail Man muss, rumgeschickt da und fasst man sich ja so ein ja. bisschen an den Kopf, weil so ein Dozent, ja, also so ein, gerade in wissenschaftlichen Kontexten, eigentlich gelernt haben sollte, wie man eigentlich mit der Arbeit von anderen umgeht. Ja? Wenn das dann nicht gemacht wird, wohlweislich, dass es natürlich auch, sagen wir mal, digitale Hürden gibt. Weil im Digitalen das alles nicht so einfach ist, wie wir das analog schon alles geregelt haben. Weil eben auch das Analoge standardmäßig nicht öffentlich ist, im Gegensatz zum Digitalen. Das ist standardmäßig eigentlich immer öffentlich. Führt eben zu der Problematik, dass das mit der Lizenzierung uns eigentlich jetzt im digitalen Zeitalter in Fleisch und Blut übergehen muss. Ja. Und da kann man bei der eigenen Präsentation mal anfangen. Ja, na, ich glaube, also bei mir war es bei Lebensmittelchemie ganz doll, dass einfach furchtbar viele Zyklen, Glukosezyklus und so ein Zeug, das wollten die natürlich nicht alles nachmalen. Also das haben die natürlich dann aus dem Buch genommen, weil es schneller ging und das dann sich irgendwo OER oder offen Ja, halt da muss herzuholen, halt war einfach mal wahrscheinlich eben ein einfach studentisches schwierig. Projekt hergehen und die ganzen Reaktionsmechanismen digital aufschreiben und abbilden mit irgendeiner Software und das alles als Bilder unter CC-Lizenzen stellen. Dann können das alle benutzen. Ja, aber ich merke schon, das ist halt Sehr immer gut. doppelte Arbeit. Wir haben auch Ja, schon eine aber das ist Projektidee. gerade ja auch der Wahnsinn Aber nur am einmal. Urheberrecht. Wir sagen der Wahnsinn. In Wirklichkeit ist der Wahnsinn die Öffentlichkeit, ja? Weil sie eben sagen wir mal, ihre Auswirkungen komplett unterschätzt wird. Immer wenn wir über Öffentlichkeit reden, dann reden wir irgendwie darüber, dass Facebook-Partys irgendwie Jugendliche oder sagen wir mal elterliche Wohnhäuser zerrümpeln und dass das alles irgendwie mit der Öffentlichkeit zusammenhängt, dass da keiner mit umgehen kann. Ja? Das wesentlich größere Problem an der Öffentlichkeit ist das Urheberrecht. Ja? Und meine Mutter zum Beispiel, sie wird das nie hören, deswegen kann ich das hier sagen. Meine Mutter zum Beispiel geht hin und fotografiert von Webseiten mit ihrem iPad Bilder ab und veröffentlicht sie auf Facebook. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass das nicht geht. Also wenn irgendwann die Massenabmahnungen im Facebook-Bereich anfangen, dann wird sie Dinge, die sie jetzt, die dann vielleicht 2, 3 Jahre her sind, bereuen. Ja? Weil solche Abmahnungen ja ganz schnell mal ganz weit in die Vergangenheit gehen. Also so weit geht es jetzt auch nicht, ja? Weil man gar nicht so weit in die Vergangenheit gucken kann, wie man im Internet immer meint. Aber so 2, 3 Jahre, das kann, also das geht gerade vielen so, ja, dass da Bilder auf Facebook veröffentlicht werden, Zitate oder Comics oder so Sachen, die man so gar nicht veröffentlichen dürfte. Ja, das stimmt, Screenshots, selbst wenn da schon irgendwie Logos mit dabei sind, die nicht frei sind oder sowas. Facebook-Logo in Präsentation. Ja? Einfach so zur Anschauung von, das ist Facebook. Bei Screenshots gibt es eine Geht nicht. Sonderregelung. Da müsste man jetzt den Jüran fragen. Das Okay. ist, das ist ehrlich gesagt gar Okay. nicht so einfach. Wir benutzen sie immer und benutzen auch keine Lizenzierung dabei. Weil wir gar nicht wissen, wenn ich einen Okay. Screenshot von beispielsweise Word mache, oder von einem Word-Dokument mache, ob Microsoft nicht sogar Rechte an diesem Screenshot hätte. Ja, eben, das war jetzt mein Gedanke, wenn man, also ich mache ganz viel so Tutorials von Lernmanagementsystemen und da macht man ja ständig Screenshots von diesem Ich Lernmanagementsystem weiß. und das ist wahrscheinlich auch nicht so ganz okay. Also den Screenshot machen ist Ja, okay, vor aber allem den dann veröffentlichen. verteilen wahrscheinlich nicht. Ne? Genau.
Ah, das mache ich wieder nur übers Melde mal. Lernmanagementsystem, das geht vielleicht. Ja. Genau, also ich gehe jetzt hier nochmal im Chat, muss nochmal hier hochscrollen, weil Problembaum hat geschrieben, er ist einfach ziemlich unsicher, was für Bilder er nehmen kann. Und bevor Anja die Links gepostet hat, wusste ich ja auch nicht wirklich, wo ich welche herbekommen kann. Und da, also Quellen hat sie da gepostet. Und da ich keine Lust auf irgendwelchen Ärger von Fotografen oder Künstlern hatte, habe ich im Kinderzimmer geklaut und versucht, damit was halbwegs zum Ja, SUG 1314 dann, Passendes zu veranstalten. ja, aber wenn Ja, man die dann schon Bilder Bilder sind. selber macht und verwendet und veröffentlicht, dann ist es halt toll, wenn man an die CC-Lizenz denkt. Weil je mehr wir jetzt selbst unter sogenannte CC oder auch Public Domains stellen, umso mehr Material haben andere wiederum zum Weiterverwerten. Das ist ja eigentlich irgendwie diese virale OER-Idee, ja. Wenn das breit genug angefasst wird, dann haben wir so viel Material, dass es durch Remixen immer wieder neue Material, dass immer durch das Remixen immer wieder neue Materialien entstehen. Ja. Und die nächste Frage von Rumpelwumpel, was auch so ein bisschen meine Unklarheit ist. In den meisten Fachbüchern steht drin, dass jegliche Verwendung ohne Zustimmung des Verlagsautors untersagt ist. Kann man denn dann überhaupt Studenten beauftragen, die das Nee, das kann abschreiben? man nicht. Nee, abschreiben darf man das auch Eigentlich nicht, auch ne? nicht. Okay. Sondern man kann sich wahrscheinlich eine Nutzungslizenz besorgen und für die muss man dann wahrscheinlich genauso viel Geld bezahlen, wie ich für meinen Willy Brandt-Beitrag, es sei denn, er ist älter als 50 Jahre. Stimmt, Leistungsschutzrecht gab es ja auch noch. Dann kam hier, wie mache ich das mit Bildern in Mit Bildern Videos? in Videos. Jetzt ist das aber weg. Ach so. Genau, muss ich dann zu allen Bildern die Fotografen beifügen Nicht oder verstanden. muss dann im Abspann Also das so habe ich es laufen? beispielsweise auch bei der Tod an der Mauer-App gemacht. Ich habe im Prinzip bei dem Projekt nebenbei eine ganze Reihe, also ein eigenes Dokument gehabt mit ganz viel, mit den ganzen Quellen. Und immer wenn da was zukam, habe ich das sofort ergänzt, weil wenn man das im Nachhinein versucht zu rekonstruieren, das kriegt man gar nicht hin. Das muss man eigentlich im laufenden Prozess machen. So, Problembaum, also die Problembaum habe ich gerade gelernt, wird es überarbeiten und ihre Bilder unter Und was das CC-Lizenz Zitieren stellen. angeht, naja gut, dafür haben wir Regeln. Aber ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie mitbekommen habt, dieses Presseleistungsschutzrecht, was letztes Jahr irgendwie durch den Bundestag gegangen ist, eine Initiative von den Springer-Lobbyisten, hat dafür gesorgt, es sollte eigentlich irgendwie so eine Lex Google sein und es sollte darum gehen, dass in Google News nicht, also dass sozusagen Google nicht mehr kostenlos Zitate aus Artikeln verwenden darf. Und darauf bezog sich dieses Leistungsschutzrecht, von dem sich aber die meisten Verlage distanzieren und sagen, das wollen wir gar nicht. Ja? Aber zumindest fürs Internet gilt das. Was bedeutet, wenn ich irgendwie aus einer Tageszeitung etwas, ein Zitat nehmen will, ich unter Umständen sogar dafür bezahlen müsste. Okay. Außer es ist 50 Jahre Naja, So, man muss auch kommt jetzt sehen, nicht also es meine gibt Bücherschnecke entgegen. unterschiedliche, sage ich mal, Verfallsdaten von Urheberrecht. Urheberrecht gilt normalerweise viel, viel länger. Aber genau, 70 ja, Jahre und gibt es auch was, oder? dank Disney ist es in Irgendwas? Amerika, Ja. glaube ich, sogar 90 Jahre. Ne? Und sie sind gerade dabei, das Okay. noch zu verlängern, ja, um die Enkel und Enkelsenkel und so weiter abzusichern. Was natürlich auch klar macht, dass sowas nur über Lobbyisten in den politischen Prozess eingebracht werden können, aber normal denkender Bürger kämen nie auf die Idee, sich sowas, also ne, sowas, so eine lange Nichtnutzungsdauer aufrechtzuerhalten. Bei diesem Leistungsschutzrecht geht es aber, glaube ich, um was anderes, weil es ja kein Autorenrecht ist in dem Sinne,
sondern letztendlich eine Art Verwertungsrecht. Also ich begebe mich jetzt auf Glatteis, aber das ist nicht irgendwie das Gleiche, ja? Sondern dieses Leistungsschutzrecht, von dem ich gerade gesprochen habe, das ist das, was für Ton- und Filmaufnahmen gilt. Und bei Text und so weiter ist das irgendwie anders, aber fragen Sie mich nicht. Ja. ja, Rumpelwumpel schreibt auch schon von Paranoia. Und ob eigentlich schon jemand das Recht an dem Satz keine Das Ahnung hat. stimmt. Bestimmt, ja. Die Frage ist nur, wer es zuerst Nee, geschrieben nicht wer hat. es zuerst geschrieben hat, sondern wer zuerst zum Amt gegangen ist und gesagt hat, ich hätte darauf gerne einen, wie nennt man es, irgendwie so ein Stempel, dass niemand anders das sagen darf. Ne? So wie Telekom sich irgendwie diese Farbe, genauso wie Ach so, P also Telekom sich diese patentiert. Farbe patentieren hat lassen. Okay, aber Magenta ist Aber immer nicht noch in das meinem Magenta. Drucker. Das ist ja eine bestimmte Nummer, ne? Ja, wahrscheinlich nicht das Magenta. Ja. Was hatte ich hier? Ja, Michael schreibt gerade noch, dann gibt es ja auch noch Design und Muster und so ganz Insofern ist verrückte diese Sachen, ja. OER-Bewegung eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung, ja? Weil es gibt natürlich Leute, die sagen, naja, OER oder CC ist auch nicht gut gemacht, aber sie überwindet im Moment so ein paar Fallstricke des Urheberrechts. Aber CC ist sowas von unübersichtlich und schlecht, dass es eine nur ungenügende Alternative darstellt. Auf der anderen Seite muss man schlicht und ergreifend sagen, das Urheberrecht wird in nächster Zeit nicht besser, also auch die Große Koalition, ja, bekleckert sich da nicht mit Ruhm, sondern in diesem ganzen gesellschaftlichen Transformationsprozess haben wir es eben mit einer kleinen und sehr kleinschrittigen Umänderung des Urheberrechts zu tun. Was wir eigentlich bräuchten, wäre eine radikale Neuschreibung des Urheberrechts. Und dazu wird man aber hier keine Mehrheiten finden, weil, das darf man eben auch nicht unterschätzen, Wissen in diesem Zeitalter eine Ware geworden ist. Und die ökonomischen Drücke oder die ökonomischen Verhältnisse eine Liberalisierung des Urheberrechts überhaupt nicht zulassen wird. Also es ist vollkommen undenkbar. Das heißt, was wir im Moment erleben, ist, dass es hier und da mal so kleinere Ausbesserungen gibt. Aber zumindest hier in Deutschland ist es so, dass wir als Autor sozusagen Herr über unser Werk sind. Das ist ja im angloamerikanischen Raum ganz anders. Da gibt es das Copyright. Da geht es sozusagen um das Recht an der Kopie. Bei uns ist das sozusagen, da hat der Autor, es ist ein Urheberrecht, ja, es ist sozusagen also ein personenbezogenes Recht, was einem nicht entzogen werden kann. Also jetzt kann man natürlich über Lizenzen hingehen und sagen, wir entziehen dir erstmal sämtliche Rechte, aber faktisch bleibt es erstmal ein sehr an meine Person gebundenes Recht. Und das kann man sich durchaus zunutze machen, da können wir auch erstmal sagen, na, das ist doch eine große Chance. Nämlich eine Chance zu sagen, wenn wir als Autoren aus den Dingen, die uns da im Internet zustoßen, lernen, dann gehen wir her und machen es besser. Und all das, was wir produzieren und im Internet veröffentlichen, lizenzieren wir schlicht und ergreifend anders. Also was mich persönlich immer ärgert, so beim Bloggen oder wenn man ein Bild sucht, dass man das irgendwie erstmal bei Google eingibt, vielleicht einfach in die Browserzeile, dann auf Bilder klickt und dann kriegt man ganz tolle Bilder und dann geht man entweder über Google über die Einschränkung oder man geht dann auf searchcreativecommons.com und dann kriegt man irgendwie noch drei Bilder, von denen aber zwei oder drei doof aussehen und irgendwie nicht passen. Also da ist man schon Ja, manchmal ganz schön frustriert. Also das ja. da einfach Ich der. komme, wie gesagt, mit der Creative Commons Suche sehr gut klar
Und vor allen Dingen, wenn ich Bilder suche, dann finde ich bei Flickr das, was ich brauche. Also die haben so ein Ja. großartiges, tolles CC-Archiv. Es gibt ein sehr schönes Browser-Plugin für Chrome. Das kann ich mal eben kurz recherchieren, wie das Okay. heißt. Search CC Images. Search CC Images. Ich guck mal eben, ob ich den Link dazu finde. Chrome Plugin. Chrome Plugin. Ja, genau, hier habe ich es. Nee, Flickr Image Search, das ist es nicht. Doch, das ist es. Ja, ich habe es. Ich hab's. Das hier. Das sucht nach Bildern und ich kann auch noch sagen, bitte suchen nach Bildern, die ich auch wiederverwerte, also die ich auch anpassen und ne, für mich gestalten darf. Und wenn man da drauf Ja, drückt, dann kommt ja. irgendwie direkt so ein kleines Fensterchen Cool. hoch und wenn man da den Suchbegriff eingibt, dann sucht er sofort nur in den Bildern von Flickr rum. Sehr cool. Ja, ich habe es direkt hinzugefügt. Mal gucken. Ja, wenn man dann einmal irgendwie so einen Künstler oder einen Nutzer gefunden hat, der irgendwie viele coole Bilder Ja, hat, dann kann man ja ja. auch immer Was dann ich mit zum Beispiel Feedback für hinzufügen. Prezis sehr gerne verwende, sind große Bildschirmhintergründe. Ja, weil man damit so eine Prezi strukturieren kann, ja, wenn man praktisch mit Bildschirmhintergründen arbeitet. Also mit diesen Desktop-Hintergründen, die man auf Computern einstellen kann. Und da gibt es bei Flickr eine eigene Gruppe für, die ihre Bilder unter einem. Ja, die sind auch Okay, frei. und die sind auch Und frei. das sind. Erstens sind das gigantische Auflösungen, die man ja in der Regel braucht, wenn man reinzoomen will, irgendwie in so eine, in so eine Prezi. Und dann will man ja, dass das nicht irgendwie verpixelt, sondern dass die Qualität erhalten bleibt. Und dafür braucht man halt irgendwie mal so 1900 mal 1200er Auflösungen. Und die findet man aber bei Flickr zuhauf, ne? Was weiß ich, irgendwie so Ja. ein Schreibtisch, ja, Und wo man dann dann irgendwie sagen kann, das ist mein Vortrag und hier an der Seite habe ich noch so einen Zettelkasten und da packt man dann, ne, das ist dann auch irgendwie so ein visualisierter Zettelkasten, wie er halt auf Schreibtischen steht und da kann man halt irgendwie zusätzlichen Kram reinpacken und irgendwie mit solchen Bildschirmhintergründen überhaupt bei Prezi zu arbeiten, fand ich immer ganz, ganz visualisierend und einladend. ja, das ist eine gute Idee. Stimmt, ich habe die Prezi gesehen mit dem Weg, wo links und rechts so Zaun und Wiese Genau, und das so ist ist. ein Bild, Das was Prezi könnte, beispielsweise genau. irgendwie selbst anbietet. Oder auch irgendwie dieser Eisberg, ja, so also dieses klassische Bild, ja, hier. Ihr glaubt, Ja, darum geht's. genau. Nein, es geht in Ja. Wirklichkeit um das hier unten, ja. Ja, genau. Ja. Noch eine kurze Frage von mir und dann wieder eine von den Teilnehmern. Kann man Cliparts verwenden? Also Windows oder Word oder wie auch immer, Microsoft bietet ja ganz nette Cliparts an und Open Clip, darf man nicht. Cliparts ist verwendbar. Die haben ein sehr schönes Archiv. Heißt es Open Clip Art? Bin mir gerade gar nicht sicher. Doch, openclipart.org. Die haben sehr schöne Sachen. Wo ist der Chat? Ah, du hast den Chat groß gemacht. Prima. Ich habe es jetzt nochmal in den Ja. Chat reingeschrieben. Das ist auf jeden Fall irgendwie so ein ganz nettes Clipart-Archiv. Ja, sehr schön. Sowas gibt es auch für Töne und ne? Super. Wenn man irgendwie Hörspiele mit Klassen oder überhaupt so Danke. Sachen machen will, ne? Dann braucht man irgendwie so ein Tonarchiv. Da gibt es eine ganze Menge, was einfach schon unter CC-Lizenzen steht. Cool. Dann stand hier noch, macht es einen Unterschied, ob man einen deutschen oder einen amerikanischen Text verwendet? Also wenn sich also das ist ja auch immer so, das Internet ist ja irgendwie global über die ganze Welt und jedes Land hat irgendwie ein anderes Urheberrecht. Muss ich dann gucken, wo der Text herkommt, damit ich dann weiß, was ich damit machen darf? Ja, Dahin ging die Frage, oder, genau das muss ich Raffaella? klären. Das muss ich eh klären, wo der Text herkommt, weil ich ja herausfinden muss, wer ihn geschrieben hat.
Was ganz häufig ja damit zusammenhängt, dass man irgendwie weiß, in welchem Zusammenhang das passiert. Ne? Das heißt, man recherchiert ja dann letztendlich auch, um auch die Quelle zu verifizieren, noch so ein bisschen drumherum. Aber nein, ich weiß es letztendlich einfach auch nicht. Ja? Also ich würde wahrscheinlich, wenn ich sowas veröffentlichen würde, in einem Blogbeitrag sicherheitshalber einen Link eher auf den Text setzen, als ihn in meinem Beitrag zu zitieren. Ja? Ja. Das ist sowieso immer Das geht problemlos immer. möglich, wenn man etwas verlinkt. Ja. Ja, Uschi Schwander schreibt uns auch, wo er verwendet wird. Es gilt das dortige Urheberrecht, also wo es entstanden ist. Ja. So, gibt es ansonsten noch Fragen? Ich habe schon so viele gestellt selber, weil ich so viele hatte. Warte mal noch kurz. Ich gucke noch mal kurz ins Etherpad rein. Von meinen 4000 Tabs, die hier offen sind. nein, ich hatte bloß die Frage noch reingegeben, weil ich fand es ganz interessant mit eurem Planspiel. Ja, gerne. Wollen wir duzen oder? Ja, okay. Ja, Weil wir und Twitter sowieso und immer alle überhaupt. auch duzen jetzt und da. Genau. Und da hatte ich noch reingegeben, also wie mit dem Facebook-Planspiel, ob die Teilnehmer, wie die das halt sehen, ob man Facebook urteilen sollte oder ob sie gerne mal einen Gast-Account hätten. Also ob es da die gleichen Skepsis oder die gleiche Skepsis gibt oder ob die Teilnehmenden eher auf der Seite sind, das wirklich selber mal auszuprobieren oder zu In der nutzen. Regel wollen Sie vorher wissen, worauf Sie sich einlassen. Und das geht aber nur, zumindest online, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Also über den Fake-Account kann man Facebook nicht verstehen. Das geht gar nicht. Das heißt, ich muss hergehen, und muss Ihnen so eine künstliche Umgebung schaffen. Dazu kommt, dass Facebook sich zunehmend mehr Mühe gibt, die Fake-Accounts rauszufiltern. Ja. Das heißt, Okay. sie fragen andere Leute, ob man den und den kennt. Ja. Hast du bestimmt schon mal irgendwie Ja. erlebt, dass die irgendwie so Sachen fragen. Und damit machen sie natürlich Rückschlüsse auf ihr Netzwerk. Und sie haben natürlich überhaupt kein Interesse an Fake-Accounts. Und je mehr Fake-Accounts sie haben, umso verwässerter wird ihr Netzwerk. Das ist so. Und was wir bei diesem Facebook-Spiel schlicht und ergreifend merken, ist, dass die Leute dort die gleichen Dynamiken erleben, aber ganz anders damit zu lernen, also ganz anders lernen, danach darüber zu argumentieren. Habe ich die Frage richtig verstanden? Ja, also meine Frage ging zum Teil an dich und zum Teil aber auch an unsere Teilnehmer hier im Chat, wie sie das sehen. Aber große Zurückhaltung bisher. Ich kann auch mal eben hier einen Ja. Link zu diesem Facebook-Spiel posten. Augenblick. Oh ja, sehr gern. Also ich muss auch sagen, dass bei uns war das ja Thema, als ich studiert habe, ob man halt als Lehrer, also weil ich habe auf Lehramt studiert, Ja. Wirtschaft und Sozialkunde an der Berufsschule eben bei Frau Professor Besan, und da war das auch eben Thema, ob man Ja. eben als Lehrer mit Schülern befreundet ist und ob man sich da auf Gruppen einlässt und wie man es macht, wenn man es macht und ob man einen zweiten Account hat. Und also ich habe das im Seminar auch so erlebt, dass die Studierenden, also meine Kommilitonen damals, sehr, sehr zurückhaltend waren. Also von wegen niemals ein Lehrer auf Facebook, und das ist ja ein schlechtes Vorbild, und was Ach Schüler so. dort machen, ist denen ihr Geheimnis, also denen ihr Privatleben, Naja, und aber es da sollte gehört ja man auch sich dein nicht reinhängen. Privatleben. Und Und das ist so ein wenig die ja. Dynamik, die uns das Internet also als Aufgabe ge gegeben hat, zu klären. Ja? Und wir können halt jetzt nicht hergehen und sagen, naja, wenn das sozusagen die Privatsphäre der Schüler abbildet, dann habe ich da nichts verloren, aber damit gebe ich auch ein Stück meiner eigenen Souveränität auf. Ja?
nämlich die Souveränität im Netz machen zu können, was ich will. Und Ja. umgekehrt glaube ich, dass es viele positive Beispiele dafür gibt, Facebook eben auch zu verwenden als ein Medium, das Lerngruppen eher befördert. Ja, also ein interessantes Beispiel, ich lasse meine Studierenden statt eines Seminarberichts am Ende des Seminars oder eigentlich schon während des Seminars einen Blogpost schreiben. Und die sind halt öffentlich und ich mache mir auch irgendwie diese Öffentlichkeit zunutze, weil sie dann wesentlich ernsthafter an ihren Beiträgen arbeiten und irgendwie sagen, oh Gott, darf ich das denn veröffentlichen? Willst du das nicht vorher nochmal lesen? Ich habe gesagt, nee, veröffentlichen. Und aus dieser Not heraus, dass es dann öffentlich ist, und die haben auch imaginiert und irgendwie gesagt, naja, wer wird das dann alles lesen? Ja? Haben die sich eine Facebook-Gruppe gegründet, in der die ihre Artikel gereviewt haben. Und das ist jetzt bestimmt nicht die Regel, ja? Aber diese Öffentlichkeit setzt halt so eine Dynamik frei und Facebook hat durchaus Möglichkeiten, private Räume zu schaffen, die, auch wenn ich auf Facebook bin, gar nicht mitbekomme. Ja? Und so ist es letztendlich in der Schule auch. Also ich kann nicht einfach sagen, Facebook, wenn ich da bin, dann können meine Schüler sich mit mir befreunden. Diese Möglichkeit, diese theoretische Möglichkeit besteht natürlich. Ja? Sie besteht aber genauso gut, dass sie eine E-Mail schreiben. Ja? Man könnte umgekehrt auch sagen, naja gut, wenn ich da jetzt E-Mails schreibe oder wenn ich da was ins Internet poste, wenn ich da einen Blog betreibe oder was auch immer, ne, wer wird das alles lesen können? Ja? Und das heißt letztendlich, ich als Lehrer kündige eigentlich mein Dasein im Internet auf. Ne, das hat ja nicht nur etwas damit zu tun, dass man es auf Facebook nicht mehr tut, sondern es hat auch etwas damit zu tun, dass man den Rest dann auch aufgeben müsste aus den gleichen Gründen. Ich glaube, dass das ein großer Fehler ist. Ja. Und ich habe es auch so erlebt, also dass es halt auch wirklich förderlich ist, wenn man so eine zeit- und ortsunabhängige Kommunikation eben auch mit dem Lehrer oder in meinem Fall eben mit Professoren hat, weil gerade so zu Zeiten, wo ich in der Schule Praktikum gemacht habe, also in der Berufsschule, und da war so ein Fall, dann liegt zum Beispiel eine Kochklasse und da liegen halt bei 20 Köchen oder angehenden Köchen die Morgenpost verkehrt rum da. Und da steht man natürlich dann auch vorne und denkt, was mache ich jetzt? Und die Frage einfach mal bei Facebook rausgegeben oder reingegeben, gab viel mehr Diskussion und viel mehr Anregungen und Hinweise, als wenn ich das jetzt hätte irgendwie mich erst mit Kommilitonen verabredet oder so. Also. Na, also natürlich gibt es negative Beispiele, die wird man immer finden können, aber diese ganzen Räume müssen wir zunehmend emanzipiert benutzen. Also uns nicht hinstellen und sagen, oh Gott, Facebook, dem bin ich jetzt so ausgeliefert, sondern eben sagen, okay, es gibt tausend Möglichkeiten. Ich kann eine Gruppe auf nicht öffentlich stellen. Ich kann eine Gruppe so stellen, dass sie noch nicht mal über eine Suchfunktion gefunden wird. Ja? Ich muss mir immer klar machen, dass es natürlich öffentlich im Sinne von, wenn Facebook Bock hat, dann macht es das halt einfach öffentlich. Ja? Und dann stehe ich halt dort. Aber wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass die gar kein Interesse daran haben, sich so gegenüber dem Nutzer zu verhalten, weil der Nutzer ja der Kunde auch ein Stück weit ist. Wenn der Nutzer nicht da ist, dann wird es auch Facebook über kurz oder lang nicht geben. Das heißt, so ein Fauxpas können die sich gar nicht erlauben. Ja. Ich würde jetzt mal an die Fabienne, den Michael und die Daniela nochmal fragen, ob die drei Veranstalterinnen und Veranstalter noch Fragen an dich haben. Die Daniela ist nämlich eine der Muttis, die sich jetzt hier mal reingeschalten hat. Und da bin ich mal kurz Super. still und übergebe an die Fabienne vielleicht. Bitte. Ja, ich fand es einen ganz tollen Vortrag, vielen Dank. Und fand vor allem auch die Geschichte, was auch viele Teilnehmer Irre, fanden, oder? mit den Lizenzgebühren sehr, sehr spannend und aufschlussreich. Ja. Das ist echt, Genauso irre das ist ist so übrigens krass. die Aber Geschichte, die in dieser App erzählt wird. Das schrieb gerade auch jemand im Chat. Die ist abgefahren. Das hat irgendjemand, ich glaube sogar die Andrea, verlinkt. Irgendwie relativ
weit oben zu Chronik der Mauer ist eine ebenso unfassbare Geschichte, die sich lohnt anzuschauen. Ich sehe es, ich poste den Link gleich nochmal neu rein. Genau, das Ding. Sehen Sie. Ach. War das das hier? Ach, ja, okay. Ja. Doppelt hält Genau. besser. Ich habe auch oben nochmal dein Blog mit der Ah, genau. Geschichte quasi in Genau. Textform. Zu dem Die Zeitpunkt, kann als ich ich auch den nochmal Blogbeitrag schrieb, runterholen. gab es ja noch nicht alle Mail-Zitate. Es war sozusagen mittendrin, ne? Danach ist ja auch noch eine Menge passiert. Da haben wir es jetzt dann insgesamt, genau. Sehr gut. Das lese ich auch gleich nochmal nach. Sehr schön. Gut, im Etherpad kam jetzt bloß der laute Ruf nach Tools. Wir werden nächste Woche über Tools und Werkzeuge Genau. für Lernmanagement und Wissensmanagement reden. Und das ist wohl schon sehnlichst erwartet. Da habe ich vorhin ganz viele Links schon Ja, zusammengetragen. sehr gut. Also Da ihr könnt kann ich euch auch noch was freuen. zu beitragen. Und zwar hat Jörn Gern. auf PB21 mal so eine Landkarte der Web 2.0 Tools gemacht. Also für welchen Lern hier ist es? Für welchen Zusammenhang braucht man welches Tool? Also er unterscheidet irgendwie Cool. verschiedene Seminarformen und verschiedene Tätigkeitsbereiche im pädagogischen Feld. Und hier ist es. Und baut sich dann im Prinzip so ein Raster und sagt, naja, Doodle braucht man dafür und Flickr braucht man dafür und so. Großartiger Artikel, der das alles irgendwie mal schön rastert und einteilt. Wow. Cool. Wir haben im ersten Themenblock, also vorletzte Woche, haben wir Ja. PLEs, also persönliche Lernumgebungen, gemalt. Und bei manchen sah die auch schon Ja, so ähnlich aus. also PLE, das, meine Güte, dann, aber dann arbeitet ihr ja wahrscheinlich auch alle schon mit irgendwelchen Tools, ne? Ja, also wir schon. Natürlich, und bei den Teilnehmern ganz, ganz unterschiedlich. Also es gibt welche, die sind schon total aktive Twitterer und machen Popcorn-Videos und solche Sachen, aber manche sind halt auch noch ganz unbedarft. Genau. Und wir kriegen es unter den Ja, schön. Super, ich bedanke mich ganz, 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 ganz recht herzlich. War sehr interessant. Vor allem, ich konnte meine ganzen Fragen loswerden. Und ja, dann hören wir uns ja, oder genau, nächste Woche hören wir uns nicht. Nächste Woche haben wir keine Live-Session, stimmt das? Ist das richtig auf dem Schirm? Ja. Also ich weiß gerade von Obwohl nichts. doch, nächste Woche ist Open Knowledge Worker dran. Da machen wir OERs und versuchen das mal gemeinsam. Aber da gibt es auch nochmal einen Blogpost. Ich danke Alles allen, die super. so Dann aktiv danke ich dir mitgewirkt ganz haben, besonders. sowohl als Teilnehmende als auch als Veranstalter und Moderatorin. Danke. Super. Dann werde ich jetzt mal die Aufnahme anhalten, nachdem wir uns alle bedankt haben.